Eben haben wir noch einen Schweinswall gehabt, den haben wir auch ordentlich gefilmt. Also check aus hier auf unserem YouTube-Kanal. Arvid, Felix und ich haben einen Männerturn gemacht. Kommt mit und guckt, was wir erlebt haben. Vor der Klappbrücke in Sönderburg haben wir erstmal einen mächtigen Regenschauer erwischt. Das Wetter ist überhaupt nicht repräsentativ für diesen Tag. Ach so. So viel Regen wie wir hatten. Um in die Düwig zu kommen, muss man erstmal durch die Stecksfieger Enge. Den Job habe ich erstmal Arvid übertragen, dorthin durch zu navigieren. Das hat er auch super hingekriegt. Das erste Mal, als ich durchgefahren bin, hatte ich echt ein bisschen Muffe und habe mir alles Mögliche angeguckt, damit wir da bloß nicht auflaufen. Also wir sind gerade hier in Dänemark und während wir richtig Regen auf die Fresse gekriegt haben heute Mittag, ist es jetzt hier total schön. Wir haben in der Düwig geankert und jetzt fliegen wir einmal über die Bucht. Man sieht sehr schön die Hotelanlage mit dem zugehörigen kleinen Yachthafen. Das ist sehr schön. Meistens holt der Hafenmeister abends die Grillkohle raus und dann kann man zusammen grillen. Gegenüber liegt ein Vereinsyachthafen, der ist noch etwas größer. Preislich nehmen die beiden sich eigentlich nicht furchtbar viel, man liegt aber sehr gut in beiden Häfen. Sehr beliebt ist es einfach zum Ankern, das kostet natürlich nichts und man ist von allen Seiten gut geschützt. Und selbst in der Hochsaison kriegt man mit Glück immer noch ein kleines Plätzchen. Alternativ kann man vorher nochmal rechts abbiegen in den Mjelsvik. Dort ist es auch sehr ruhig, man muss aber eben auch rechtzeitig dann kommen, um noch einen Ankerplatz zu bekommen. Jetzt mussten wir wieder zurück nach Wackerballig, um noch den Felix abzuholen. Mit ihm wollten wir dann zusammen in die dänische Südsee fahren, sprich erstmal Richtung Avernakøl. Das sieht herrlich aus, unser großes blaues Tess hängt schon. Ist doch nicht so langsam, ne? Ja, wir sind jetzt schon langsamer als wir. Wirklich recht schnell. Du kannst nicht so schnell schwimmen. Wir sind jetzt auf 1,2 Knoten runter, ne? 1,2 jetzt, ja.
Unser neuer blauer Genaker ist gerade rechtzeitig geliefert worden für diesen Turn. Leider konnten wir ihn nicht die ganze Zeit einsetzen, weil der Wind öfter auch gedreht hat. Aber so haben wir ihn ein paar Mal rauf und runter gezogen und das übt ja auch schließlich. Dafür war es dann ganz ideal, dass wir zu dritt an Bord waren. Ich glaube, sonst hätten wir uns heillos in den Leinen verheddert. Dank der Flaute hatten wir so die Chance, dass Arvid ein paar Fotos und Videoaufnahmen vom Boot in Anführungszeichen in Fahrt machen konnte. Bei Avernakel gibt es diese wunderschöne Ankerbucht, wo man unheimlich geschützt ist, wenn Westwind ist. Die ist ganz in der Nähe von einem stillgelegten Hafen und natürlich bei vielen Seglern beliebt. Wenn man jetzt noch Mitglied in einem dänischen Seglerverein ist, dann kann man an den dort ausgelegten Bojen auch festmachen. Das haben wir nicht gemacht, denn wir sind ja nicht Mitglieder. Wir haben einfach den Anker geworfen und dann dort zwei wunderschöne Tage verbracht.
unserem zweiten Tag sind wir erst gegen Nachmittag aufgebrochen und nach Eriskübing gesegelt. Der Wind war sehr schön und wir sind dort gegen Abend eingetrudelt. Auch dort haben wir geankert und sind aber am nächsten Morgen schon sehr früh wieder losgefahren. Ein Sprung ins kalte Wasser macht natürlich wach, aber muss das um 6 Uhr morgens sein? Oh Mann. Also das war wirklich eine tolle Zeit und ich hoffe, nächstes Mal seid ihr auch wieder alle dabei. Auf Wiedersehen. Ciao.